Komm wieder her. Wow. Machen wir mal kurz das Rennen hier. Zwar nicht dasselbe, aber machen wir das mal. Komm her, du kleines Loom. Krieg dich. Ja, ich krieg dich. Du wirst sehen, was du davon hast, von mir wegzurennen. Oh, verdammt. Zurück meine Vorspeise. Geht doch. So. Und da hoch wollte ich. Okay, Shane, hier bin ich. Sorry, Schätzchen. War ein bisschen abgelenkt. Hol dein Handy raus, dann siehst du's. Der Cop, den ich geschmiert habe, hat mir Zugriff auf die Kameras verschafft. Das hier ist eine Live-Video-Überwachung. Und? Ist nur ein Haufen Cops. Ja, und sie beschützen alle den Polizeichef. Ein Mann, den ich brennend gern treffen möchte, aber ungern, solange so eine Gefolgschaft anwesend ist. Ich bringe die nicht alle um, damit du ein Schwätzchen halten kannst. Ach, Mann. Ich lenke sie ab. Ich mache Krawall, damit sie kommen und nachsehen müssen. Wenn's funktioniert, Süße. Wenn dieses Treffen plangemäß verläuft, bestimme ich für die nächsten Jahre, was in Seattle läuft. Das heißt, du und dein Bruder könnt gehen. Einmal Krawall, komm sofort. Stadt verwüsten. Ich dachte, du wolltest Krawall machen. Jag ein paar Autos hoch, dann sind die Cops doch immer auf den Plan. Bin schon dabei. Was immer du da tust, mach weiter. Die Cops sehen nervös aus. Der Polizeichef schaut zu mir und fragt sich, wo alle seine Leute hin sind. Ich glaube, ich werde mich mal vorstellen. Nur für den Fall, komm hierher. Ich hätte gerne meine Laserkanone zum Schutz. Ach Mann, was für ein Penner er doch ist. Weißt du, im Endeffekt war eh alles, was er jetzt macht, nur deswegen, weil wir nicht mit ihm gevögelt haben. Weiß es genau. So sind Männer. Wird langsam Zeit. Schon immer nur das eine. Die Cops vom Leib. Ich will auf keinen Fall gestört werden. Und komm nicht auf dumme Ideen. Die Sicherheit deines Bruders hängt von meiner Sicherheit ab. Wehren Sie die Polizei ab. Okay. So, da sollten jetzt gleich zwei reinkommen. Wow, das sind zwei. Okay, die habe ich gar nicht gesehen.
Wir haben zugelassen, dass die Polizei den Präsidenten rettet. Finde ich gut. Finde ich persönlich gesagt ziemlich gut. Oh, da ist ein Sniper. Aua. Setzen die Typen weiter unter Druck. Der Polizeichef kriegt hier die Krise. In ein paar Minuten steht er hier. Wow. Das war knapp. Oh, da kommen einige. Einer ist durchgekommen, Idioten! Ist der Sniper? Och. Ich habe ihn nicht gesehen, tut mir leid. Mimimi. Pizza. So, komm um die Ecke. Och, Mann. Das klappt ja gut. Noch willkommen. Perfekt, alles weggeräumt. Nice. Batsch, du Prachtstück. Ja. Der Polizeichef hat dir etwas zu sagen. Hör auf, dein Boss kriegt denselben Deal, den wir mit den Akkulas hatten. Verlasse einfach meine Stadt. Hast du gehört? Jeder bekommt, was er will. Ja? Wo ist mein Bruder? Er ist in einem Gebäude keine drei Blocks von hier. Er ist jetzt dein Problem. Und das war's? Du hast den Chief gehört. Verlass die Stadt und ich bin ein gemachter Mann. Und alle sind glücklich. Als ob. Als ob. Niemals. So, wo muss ich hin? Ja. Wenn ich hier rauskomme. Ich weiß, Schätzchen. Genau deshalb darf das nicht passieren. Immer wenn ich anfing durchzudrehen, habe ich mich auf Brent konzentriert. Er war das Einzige, das mich beruhigen konnte. Ich dachte an eine schöne Erinnerung. Brent wusste, wenn wir die Stadt nicht verlassen, dann würde ich niemals clean. Er hat immer mehr riskiert, um Geld zu beschaffen. Er wollte ein Boot und damit rüber nach Kanada. Ich sagte ihm, das wäre verrückt. Dann schlug man ihm ein paar Zähne aus. Beim Job. Da ging ich auf kalten Entzug. Er blieb bei mir während der ganzen Scheiße. Er ganz allein. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn. Nichts würde mich aufhalten. Wow.
Shane hatte Brent. Wenn ich keinen Deal machen konnte, wie sollte ich ihn zurückbekommen? Entschuldige, wie bist du überhaupt aus dem Tunnel entkommen? Hat dir die Halluzination eine neue Kraft verliehen? Okay, ja, ich habe etwas verheimlicht. Schon wieder. Okay, ich zeige es dir. Bring ein paar Leute darunter. Nice. Beeindruckend. Aber warum zeigst du mir das gerade jetzt? Danke. Weil das Training funktioniert. Ich fühle mich gut. Gib mir stärkere Gegner. Na schön, Miss Walker. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Gangs. Du scheinst eine Menge persönlicher Dämonen zu haben. Der Konduit, der die Kampfhologramme erstellt, ist besessen von einem Videospiel über Dämonen. Die Ästhetik ist nicht mein Fall, aber ihn. Als Trainingsobjekte treiben sie dich bis an deine Grenzen. Kann ich da rein? Nice. Ach, es wird eins im Anmarsch. Wo ist er hin? Halt mir fest, ich kann diese Dinger wohl nicht. Wo ist deine Schwäche? Ist deine Schwäche? Gut gucken, wie zu tun, oder? Für uns Konduits heißt es im Leben ständig wir oder sie. Und wir müssen uns verteidigen. Was zur Hölle bist du? Was bist du? Was? Was stellst du da? Was zur Hölle? Konzentriere dich, Gale. Studiere den Gegner, dann offenbaren sich seine Schwächen. Komm, steh wieder auf. Konzentration, Miss Walker. Ach, ich wurde schon. Ach so. Gut, neuer Versuch.